Moin meine lieben Yachtfreunde und herzlich willkommen zurück zum Fragenkatalog Wildkunde. Heute beginnen wir mit dem Themengebiet Rehwild, übrigens die nächsten 45 Fragen und wir legen los mit der Frage 78 bis 82. Let's go! Frage Nummer 78 lautet, was hat Einfluss auf die Zahl der Ricken, die in einem Rehbockrevier stehen? Da müsst ihr einmal B ankreuzen, nämlich die Qualität des Lebensraums als Setzplatz. Hört sich nicht nur logisch an, sondern ist auch logisch. Wer übrigens mehr über unsere sogenannte Schlüsselwildart haben möchte, also einen kompletten Plan, fachgebietsübergreifend sogar, womit wir 80% teilweise gewisse Dinge inhaltlich erklären können, der holte sich doch einfach mal das Abo für 29,90 hier über den Infobutton, respektive über den Link, den ich als erstes unter diesem Video fest fixiert habe. Weiter geht's mit der Frage 79. Welche der nachgenannten Verhaltensweisen treffen im Sommer auf Rehwild zu? Einmal territorial und einzelgängerisch. Jetzt im Winter stehen die Rehe übrigens als oder in sogenannten Sprüngen zusammen. Hier einmal ein Foto eingeblendet. Frage Nummer 80. Welche Esung bevorzugt das Rehwild? A. energiereiche Esung und B. leicht verdauliche Esung. Hat was mit der Pansengröße zu tun. Ja, wenn das Volumen nicht so groß ist, ja, dann muss halt die Qualität der Esung besser sein. Und das wiederum hat natürlich was mit dem Fluchtverhalten zu tun und mit dem Ganze oder mit der ganzen Wildbiologie. Wie gesagt, dazu mehr im Abo für nur 29,90. Frage Nummer 81. Warum verteidigt das Rehwild sein Revier? Ja, da müsst ihr einmal A ankreuzen, da es als Konzentratselektierer durch innerartliche Konkurrenz benachteiligt werden würde. Und last but not least für heute, woran erkennt man neben den Fährten das Vorkommen von Rehwild? Einmal an der Losung und an den Plättstellen. Plättstellen sind übrigens die Flächen, die der Rehbock neben dem Markieren mit seiner Stirnlocke vorne vor diesem kleinen Bäumchen freischabt, und zwar mit seinen Vorderläufen. Ja, ich hoffe, der Einstieg ins Rehwild hat euch mal wieder gefallen und ihr seid morgen auch wieder dabei. Und in diesem Sinne verbleibe ich mit freundlichen Grüßen, Horido und Waldmannsheil, euer Timo von der Jagdschein Akademie. Tschüss, Sikorski!